Mein Name ist Dr. Stefan Vogt, ich bin Chefarzt der Klinik am Opernplatz. In diesem Video erkläre ich Ihnen den Ablauf einer Nasenkorrektur in unserer Klinik. Ich operiere seit 20 Jahren Nasen und vor 16 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht mit der Klinik am Opernplatz. Ich bin Spezialist für Nasenkorrekturen und führe 4 bis 5 Nasenoperationen pro Woche durch. Der erste Schritt für eine Nasenkorrektur ist natürlich die Beratung. Und da nehmen wir uns auch wirklich viel Zeit, in der Regel 30, manchmal auch 40 Minuten. Einfach die Zeit, die man braucht, damit Sie als Patient oder als Patientin wirklich aus dem Gespräch rausgehen und alles mitnehmen, was Sie mitnehmen wollten. Um Ihnen die Nasenform näher zu bringen, die Sie vielleicht danach haben werden, also Ihre Wunschnase, führen wir grundsätzlich eine 3D-Simulation durch und klären da immer sehr schön auch alle Punkte von der Nasenform über die Risiken, über die Nachbehandlung ab. Und am Ende wird natürlich auch das Thema Kosten mit Ihnen besprochen. Wenn Sie neben der ästhetischen Korrektur auch den Wunsch haben, dass Ihre Nasenatmung verbessert wird, dann ist auch das möglich. Wir können die Nasenscheidewand begradigen, die Nasenmuscheln verkleinern, sodass Sie nachher nicht nur eine schönere Nase haben, sondern auch besser atmen können. Zur Vorbereitung Ihrer Nasenkorrektur benötigen wir in der Regel eigentlich nur eine Blutuntersuchung und natürlich das Narkosegespräch mit unseren Narkoseärztinnen. Falls Sie Medikamente einnehmen oder eine Vorerkrankung haben, dann muss das natürlich im Vorfeld abgeklärt werden. Ihre Nasenoperation können wir ambulant oder stationär durchführen. Ambulant heißt, dass Sie nach der Operation nach Hause gehen können, vorausgesetzt, Sie haben eine Begleitung. Stationär bedeutet, Sie bleiben eine Nacht bei uns und gehen einfach am nächsten Tag nach Hause. Auch da ist eine Begleitung wünschenswert. Ihre Operation wird in Vollnarkose durchgeführt. Zuerst geht es in den Aufwachraum und dort werden die einleitenden Maßnahmen von der Anästhesie vorgenommen. Anschließend geht es in den OP. Dort wird die Narkose eingeleitet, Sie werden steril abgedeckt. Und dann beginnt auch der operative Eingriff, der ungefähr 1,5 Stunden dauert. Der technische Ablauf einer Nasenoperation beginnt natürlich mit dem Schnitt und der erfolgt bogenförmig in der Nase und dann haben wir einen kleinen Zickzackschnitt, der hier sozusagen über den Nasensteg läuft. Hier außen gibt es gar keine Schnitte. Die Narben in der Nase sind sowieso nicht sichtbar, aber die Narbe hier am Nasensteg ist später in den meisten Fällen nicht mehr sichtbar. Über diesen Zugang können wir die Haut ablösen vom Knorpelknochengerüst und dann wird im Prinzip der Knorpel und auch der Knochen bearbeitet. Das heißt, die eigentliche Nasenform wird dort hergestellt, die Haut ist elastisch und zieht sich zusammen und adaptiert sich sozusagen an das neue Nasengerüst. Am Ende der Operation wird die Wunde verschlossen und das machen wir hier in der Klinik mit einem feinen, selbstauflösenden Faden. Das bedeutet, Fäden in dem Sinne müssen nicht gezogen werden. Dann kommt natürlich der Nasengips und wir verwenden eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren diese Aluschiene. Die ist relativ praktikabel, man kann sie entsprechend dann formen und biegen sozusagen. Vorher wird dieser Pflasterverband auf die Nase geklebt. Das bedeutet, man tapet die Nase erstmal und dieser Nasengips, der hier eine Klebefolie hat, wird anschließend auf die Nase gesetzt, so in der Form und aufgedrückt. Ja? Also wir haben in dem Sinne hier keinen Gips mehr, wie man klassischerweise kennt, sondern es ist eine einfache Aluschiene und wenn Sie vielleicht auch irgendwo anders schon mal einen Patienten mit einem Nasengips gesehen haben, dann werden Sie erkennen, dass das sehr fein und grazil ist, während Sie anderorts oftmals wirklich einen dicken Gips bekommen und einen großen Tapeverband. Das mache ich bei meinen Nasenkorrekturen nicht. Ein wichtiges Thema bei der Nasenkorrektur ist ja häufig die Tamponade. Kurzum, legt man eine Tamponade ein oder nicht? Und Sie werden natürlich im Internet viele
Aussagen darüber finden und auch Kollegen, die damit werben, dass sie keine Tamponaden einlegen. Ich lege in der Regel Tamponaden ein, aber wenn Sie keine Tamponaden wünschen, können wir durchaus darauf verzichten. Aber es hat eben Vorteile. Die Tamponade führt dazu, dass von innen Druck gemacht wird gegen die Nase, und wir haben ja von außen wiederum den Nasengips, der Druck macht von außen, sodass einfach die Schwellung, die natürlich in den ersten Stunden besonders doll ist, möglichst gering ausfällt. Weiterhin werden Blutungen vermieden und die Nase ist am nächsten Tag, wenn wir die Tamponaden rausziehen, das heißt, Sie behalten die Tamponaden keine 12 Stunden, ist Ihre Nase sauber und Sie können wesentlich besser durch die Nase atmen. Denn eins ist sicher, wenn wir keine Tamponaden legen, schwillt die Nase in der Regel zu und ein paar Stunden später nach der Operation können Sie auch nicht durch die Nase atmen. Natürlich wird, wenn wir auf Tamponaden verzichten, auch eine andere Technik angewandt. Das heißt, es werden Nähte gesetzt, um die Nasenschleimhäute an der Nasenscheidewand, und das ist der Punkt, wofür die auch dienen, anzuheften. Das kann man machen, das ist das, was die Kollegen dann auch anbieten. Aber aus meiner Erfahrung, denn ich habe beides oftmals ausprobiert und führe beides durch, ist die klassische Tamponade einfach dieser Nahttechnik überlegen. Auch Ihre Nasenoperation wird natürlich nicht ohne Beschwerden ablaufen. Üblicherweise müssen Sie damit rechnen, dass Sie a. geschwollen sind und b. mehr oder weniger ein paar Blutergüsse haben unter den Augen. Schmerzen haben die meisten Patienten nicht und auch Sie werden sicherlich sich wundern, dass Sie vielleicht 1-2 Schmerztabletten benötigen und nicht mehr. Denn eine Nasenkorrektur, auch wenn es oft anders im Internet zu lesen ist, ist zumindest, wenn wir sie durchführen, keine schmerzhafte Operation. Um etwas gegen die Schwellung und vor allem die Blutergüsse zu tun, haben wir bei uns die Hilotherm-Geräte. Und das ist ein sehr schönes Gerät, weil wir damit eine permanente Kühlung erreichen können. Das heißt, Sie kriegen, ich darf es mal selber aufsetzen, Sie können sich das so aufsetzen und können die ganze Zeit kühlen. Und wenn Sie bei uns über Nacht bleiben, kühlen Sie die ganze Nacht. Sie können sogar hier einstellen, wie viel Grad, ob das 16 Grad sind, 15 Grad. Und das Schöne ist, dadurch sehen unsere Patienten wesentlich besser aus als früher, wo wir das Gerät noch nicht hatten. Wann ist Ihre Nase endlich abgeschwollen? Das braucht viel Zeit. Leider mehr Zeit, als Sie und viele andere Patienten manchmal haben. Sie müssen Geduld haben. Normalerweise ist die erste Schwellung innerhalb von ein paar Wochen abgeklungen. Aber bis die Nasenform wirklich, sag ich mal, komplett da ist, die Definition der Spitze, der Schwung vielleicht, der gewünschte, vorhanden ist, da dauert es oft ein Jahr und länger. Weitere Videos und Informationen auch zu anderen Behandlungen finden Sie auf unserer Webseite. Ich würde mich freuen, Sie hier begrüßen zu dürfen in unserer Klinik am Opernplatz.